Oi. Lang ist's her und ich damit sage ich herzlich willkommen zurück beim Euro Truck Simulator 2. Ja. Ich sag mal einfach so, auf ein neues in unseren schönen Volvo, den wir hier fahren. Ich dachte mir so, ach, weißt du was? Nimmst du wieder ein paar Runden auf, ein paar Folgen. Wie ich halt jetzt die Zeit dafür habe. Momentan bin ich krankgeschrieben, da habe ich sie. Heißt, ich habe wunderbar Zeit, ein bisschen auf der Straße rumzucruisen und zu fahren. Die ja gerade noch nass ist, weil es eben geregnet hat. Sieht man sogar so ein bisschen. Wie man auch sieht, auch auf höherer Grafikeinstellung. Also man kann jetzt endlich alle Zahlen ordentlich erkennen. Und wirklich alle. Achso, ich kann da schneller fahren. Ich will jetzt vielleicht wieder ein paar Mal öfter, die doof waren. Ein bisschen öfter ein paar Folgen hochladen. Und natürlich, die Regeln sind die gleichen wie immer. Ich halte mich immer an die Geschwindigkeitsbegrenzung ab jetzt. Ohne Ausnahmen. Wenn da steht 80, das ist 80. Auch wenn es. Ich habe mir zwar die Geschwindigkeit anzeigen lassen, glaube ich. Oder? Oder für LKW? Weiß ich nicht, muss ich mal kurz gucken. War das PKW oder LKW, was ich anzeigen lassen? Ich glaube, ich warte mal, ich habe PKW. Zeige LKW-Geschwindigkeit. Ja, nee, eigentlich will ich PKW-Geschwindigkeit haben, so. Weil wir wollen ja auch in dem Detail ein bisschen vorankommen. Ach, der hat gerade gar keine Begrenzung. Auch gut. Nee, wir fahren dann mit PKW-Geschwindigkeitsbegrenzung. Versuchen so viel Geld wie möglich natürlich zu verdienen. Was? Motorschaden? Was? Wir haben noch nur 17%. Aber na gut. Natürlich, jetzt habe ich das gerade nicht gemacht. Perfektes Beispiel. Aber mit Blinker und allem drum und dran, also da gibt es kein Entrinnen mehr. So. Wir sind gerade auf dem Weg nach Nürnberg. Und fahren, da muss ich nochmal gucken. Traktor mit 13 Tonnen. Ja, das geht ja. Ich muss mich jetzt mal wieder reingucken. Ich war jetzt hier schnell nicht mehr drin. Ich habe jetzt die ganze Zeit einen Anhänger-Account nebenbei gespielt gehabt. Firmenmanager, wie sieht's denn da aus? Fahrermanager. Wir haben Lukas. Und das war's. Wir haben Lukas. Gut. Was haben wir denn hier an Rechnung noch offen bei der Bank? Eieieiei. Wir sollten mal so ein paar Rechnungen abbezahlen, würde ich mal so sagen, ne? So minimal. Nee, aber gut zu wissen, so, ich werde es wieder ein paar Mal öfter ein paar Folgen machen. Das kann man ja nicht immer nebenbei laufen lassen. Ich meine, ich spiele sowieso ganz gerne momentan den Euro Truck Simulator. Zeigt ihm jetzt gerade gar keine Begrenzung mehr an oder gibt es einfach gerade keine? Jetzt bin ich gerade voll verwundert. Es gibt eine PKW-Geschwindigkeit, die mir anzeigen sollte. Anscheinend gibt es denn hier gerade einfach keine. Gut, dann fahren wir. Ist ja für mich auch kein Problem. Ich gebe natürlich gerne Gas. Wie gesagt, man sieht das alles wunderbar auf dem Tacho unten. Das ist einfach schön. Einfach schön. Diese Folgen werde ich auf 15 bis 20 Minuten begrenzen. Und dann mehr wird es auch nicht geben. Höchstens, falls nochmal jemand so wie jetzt das eine Mal. Bei der 100. Folge hatte ich ein kleines Special. Höchstens sowas. Aber sonst wird es sowas nicht mehr geben. So. Ah. Oh ja, wie lange ist es her? Ah, jetzt hat er was. Oh, boah. Glück gehabt. Konnte gerade noch so bremsen, bevor der Blitzer kam. Eieiei. Und es hat sich halt wieder nur bei mir geändert, dass ich jetzt halt mit einem neuen Rechner streame, wollte gerade sagen. Ich bin ja unterständig am Stream, deswegen. Mit einem neuen Rechner aufnehme und deswegen auch eine etwas bessere Grafikeinstellung drin habe, was ich auch echt bevorzuge. Ist auch schön mit zum Anschauen, wenn man wirklich die Zahlen lesen kann. So. Keine Begrenzung mehr. Einfach Gas geben. Eine Runde Gras geben, ne? So. Motorführung, wir haben 17% Schaden, müsst ihr euch mal reinziehen, Mann. 17%, er redet was von einer Motorfehlfunktion. Das kann echt nicht wahr sein. So, naja, gut, auf jeden Fall. Ich fahre momentan. Momentan spiele ich das Spiel wieder richtig gerne. Ich bin
bin voll da, voll. Also bei dem anderen bin ich ja jetzt auch Level 18. Mach da voll gutes Geld mittlerweile. Hab da meine vier Fahrer nebenbei laufen. Die mal auch noch dann, wenn ich halt gerade nicht gefahren bin, auch noch ein bisschen Geld zuschieben. Ist ganz entspannt. Muss ich ja sagen. Hat man auch nicht immer. Ach ja, noch ein Vorteil, man kann die Schilder lesen. Wenn man jetzt drauf achtet. Sag ich mal zum Beispiel jetzt die Schilder. Wenn man da hinguckt. Man kann sie echt gut lesen. Wenn ich nicht so schnell fahren würde. Ich meine, 140 ist jetzt nicht gerade langsam, ne? Mach ich mal lieber hier fährlich, dann damit ich auch sehe, wo ich hinfahre. Gerade wenn ich so schnell fahre. Wäre das vielleicht nicht ganz unsinnvoll. Und vor allem soll ich dann ja nicht so schnell fahren. So, ich habe hier Gas gegeben. Ach ja. Ich habe teilweise habe ich das Aufnehmen von dem Spiel echt vermisst, weil das ist ja mittlerweile mein längstes Let's Play, was ich allgemein habe. Na, wie gesagt, das mache ich halt ab und zu mal, so wie ich halt Lust und Zeit habe. Das macht auch immer wieder, das ist immer wieder ein schönes Erlebnis. Das auf jeden Fall. Nur ich kann es halt nicht dauerhaft spielen, weil das macht mir wiederum auch keinen Spaß. So, fahren wir, wie viel fahren wir jetzt? Wie wollen wir denn den. Ja. Das läuft doch. 113 ist okay. Damit müssten sie leben können. Wow. Licht. Und sorry, aber das sieht so verdammt geil aus. Das hat einfach total Stil. Das hat einfach richtig verdammt viel Stil. So. Ah, 113 km/h. Ganz entspannt über die Autobahn. Ich glaube, das reicht. Das lasse ich so. Das reicht vollkommen aus. Wir fahren jetzt zwar noch 5 Stunden, aber warum nicht auch in dieser Geschwindigkeit? Wenn ich mir überlege, so normalerweise dürften LKWs 80, 90 fahren. Ich fahre 113. Von daher kann ich mich echt nicht beschweren. Und vor allem ist es ein ganz entspanntes Fahren, weil dann kann er weder umkippen. Noch ist er wirklich zu schnell. Das ist cool so. So gefällt mir das. Boah. Mal kurz woanders hingeguckt. Verdammt. Habe ich auch einen Timer an? Ja. Ah, ich sehe es immer noch nicht auf dem. Ich sehe es immer noch nicht auf der Dingsens. So, jetzt hier müssen wir bremsen, damit wir auch hier auch nicht rumkommen. Aber der Volvo, der FH16, der fährt sich richtig gut. Der FH16 fährt sich wirklich richtig gut. Jetzt fahren wir hier rüber auf die Mittelspur. Gehen wieder auf unsere 110, 113 zurück. Das war, wie gesagt, das fand ich echt eine ganz hübsche Geschwindigkeit so für nebenbei. Kann man machen. Muss man nicht, kann man aber. Vier Stunden, 35 Minuten. So, wow, muss ich wieder rüberfahren. Haben wir es noch erzählt? Das ist cool, das läuft. Das ist doch mal richtig entspannt. Aber steht noch kein Nürnberg drauf. So weit weg. Krass. Ich liebe einfach dieses LKW-Spiel, das ist einfach nur klasse. Ich finde das so klasse geil. Und vor allem, bald kommt ja das Skandinavien-Update. Ist auch wieder ein neues DLC, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz verlesen habe. Aber ja, genau, ist ein DLC. Und, wie heißt? Kostet dann auch wieder einen 10er bestimmt oder so oder mehr. Aber es ist mir mit diesem Spiel egal. Ich meine, dann kommen noch neue Städte und so alles wieder dazu und denke mir so, what? Geil. Freue mich drauf, das soll Anfang Mai, ich glaube am 5. war das, soll das kommen. Ich glaube, das war am 5. Mai, wo das kommen soll. Wie darauf freue ich mich schon echt extrem. Ich bin da echt gespannt, was sie so schönes in Skandinavien machen. Ob das dann auch wieder so gut aussieht wie halt die erste Map. Oder dann halt der Teil, der dazu kam, hier, ja, hier Prag und der ganze Rotze.
Keine Ahnung, wie die ganzen Dinger heißen. Wow. Wow, das war ganz schön. Leute, das war richtig verdammt knapp. Heidewitzka. Da hab ich gerade noch mal so gerettet, da kam ich mit meinem Finger gar nicht mehr klar, was ich jetzt machen wollte. Ich war mir selbst nicht mehr sicher. Willst du jetzt blinken und bremsen und vorbeifahren oder was willst du jetzt machen? Da kam ich gerade echt nicht so. Aber egal. Was soll's. So. Steht noch nicht auf dem Schild drauf, was soll das denn? Aber egal, wir fahren hier unsere ganz entspannten 100 km/h. Das reicht auf 104, 105, das reicht auch vollkommen aus. Auch wenn sie alle vorbei sind. Das ist für mich, finde ich, kein Problem. So, hier müssen wir abfahren. Nürnberg, er steht drauf. So. Aber was ich mal kurz gucken wollte, steht hier auch, wann ich eine Pause machen muss? Nee, ne? Das kann ich immer nur so ungefähr gucken. Schade eigentlich. Eigentlich bräuchte der LKW noch eine Anzeige, wann er Dings ist, weil dann bräuchte ich halt nicht mehr immer das Navi anhaben. Dann könnte ich mal ganz entspannt so eine Runde durch dann so fahren, weißt du? Ups. Wo waren das jetzt? Ich spiele euch behalten da so. Das kann ich auch wunderbar machen. Ich glaube, wir fahren jetzt mal so eine Runde. Sieht auf, wie viel wir fahren dürfen. Machen wir mal. Richtung Nürnberg. Das war mal eine ganz andere Erfahrung. Wenn wir dann gewinnen und im Geld gucken wollen, können wir immer noch so machen. Dann sehen wir hier unser Geld und alles. Ich will aber nicht, wann wir Pause machen müssen, ne? Nee. Ja, da müssen wir jetzt noch achten, wenn er sagt, von wegen er wird langsam müde. Dann müssen wir sofort die nächste Raststätte anfahren, auf jeden Fall. Aber so? So fahren ist doch eigentlich viel cooler. Vor allem kommt das viel realistischer rüber. Und wir könnten jetzt ja auch noch. Warte. So fahren. Da müsste halt immer in meine Spiegel gucken, ob da gerade was kommt. Da müsste man sich aber auch dran gewöhnen, aber das könnte man eigentlich. Na. Wir machen das mal so. Machen das mal wirklich so. Man muss ja halt immer da in den Spiegeln gucken. Wow. Und halt für die Geschwindigkeit muss ich halt das Tacho sehen. Ist ja auch kein Problem eigentlich. Ich kann auch immer so machen. Wahrscheinlich auch irgendwo hier die Geschwindigkeit. Ne, die stand hier ja gar nicht. Da muss ich mal aufs Tacho gucken. Ich kann nämlich gleich mal für meine spätere Ausbildung drauf. Wie heißt? Dran gewöhnen. Wurzel ist da. Wow. So bin ich aber auch noch nie gefahren. Kommen wir rüber? Ja, komm, Beeilung. Eigentlich sollte er jetzt bremsen. Hat er gemacht, wunderbar. Wenn wir vorbeifahren können. So. So macht das Fahren teilweise sogar noch viel mehr Spaß, weil finde ich, merke ich gerade mal so. Wir fahren zu schnell, wir sind bei 70. Schneller kommen wir gar nicht voran. Das ist doch mal cool. Man weiß doch nicht, wann man ankommt, man fährt einfach. Man achtet auf sein kleines Navi und fährt. Oh je.
Ah, ich liebe so eine Kurve, ja, ne? Gerade wenn man dann normalerweise Rennspiele spielt, dann liebt man solche Kurven ja echt über alles. Ui. So. Achten wir ein bisschen auf die Geschwindigkeit. Jetzt fahren wir gerade bergab. So, jetzt nicht so schnell fahren. Ja, geil. Läuft. Nee, weißt du, was man, also, wenn das jemand gucken sollte, was ich, wo mich am meisten nicht mal sicher bin. So lassen? Spiegel anschalten? Oder Navi dann doch noch anschalten, wo man halt sehen kann, wenn man müde wird und so weiter und so fort? Schreibt es mir in die Kommentare. Nürnberg geradeaus. Machen wir. Hier fahren wir ein bisschen langsamer, weil hier sind wieder dickere Kurven. Boah. Okay, diese Spiegelkurve muss ich mich echt noch gewöhnen, also. Da würde man mich erstmal noch für irre halten für die nächste Zeit, aber das ist kein Problem. Auch daran werde ich mich irgendwann gewöhnt haben. Und ich werde übrigens diese Folgen, ich werde sie jetzt einfach mal so im Endeffekt anfangen und dann einfach weitermachen. Also nicht wundern, wenn ich jetzt nicht irgendwie, oh, ja, bis zur nächsten Folge bla, sondern ich mache das halt durchgehend und dann ist halt das zusammengeschnitten, also weiß Bescheid.